Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Computertipps. Heute gibt es bei uns mal wieder ein Notebook-Review und zwar vom Toshiba Satellite U940-100. Julian hat sich das Ganze in den letzten Wochen und Monaten mal ein bisschen näher angeschaut und dabei einige Schwachstellen herausgefunden. Schlicht und schlank präsentiert sich das Toshiba Satellite U940-100, der kleinste Ultrabook-Ableger seiner Serie. Ultrabooks ab einer Displaygröße von über 14 Zoll kosten in der Regel viel Geld. Das U940-100 bekommt man allerdings schon ab 590 Euro. Sein Einsatzgebiet wird schnell klar. Dieses Ultrabook ist für Office-Anwendungen und zum Surfen gedacht. Für moderne Spiele fehlt sowohl Prozessor als auch Grafikleistung. Schon bei der Rundumansicht bemerken wir, matt ist der neue Klavierlack. Besonders herausragend hingegen ist die Tastaturbeleuchtung. Klingt nach Standard, ist in dieser Preisklasse aber eine Ausnahme. Allerdings hatte unser Tester erhebliche Probleme mit dem Schreiben auf der Tastatur. Die ist nicht jedermanns Sache. Auch die eingebaute Wireless-Display-Schnittstelle zur drahtlosen Verbindung mit einem Fernseher oder Monitor gehörte generell noch zu den raren Funktionen von Notebooks. Zwei USB 3.0 Ports, einmal USB 2.0 N-WLAN, LAN, Bluetooth 4.0, HDMI und Kartenleser komplettieren die Anschlüsse neben der Ladebuchse. Die Hybrid-Speicherlösung ist bei Ultrabooks schon fast normal. Windows 8 ist auf der 500 GB Festplatte installiert, der zum schnellen Booten eine 32 GB SSD zur Seite steht. Effektiv ausgelesen werden aber nur 11 GB. Warme Gemüter sollten die Finger von diesem Ultrabook lassen. Während unseres Testes auf einem Schreibtisch inklusive Notebook-Kühler mussten wir das Ultrabook zum Schutze der Technik mehrmals abschalten, da die SSD heiß gelaufen ist. Ob der Fehler bei Samsung liegt oder bei Toshiba direkt, konnte bis Testabschluss nicht geklärt werden. Im Benchmark 3D Mark 11 kam das Ultrabook gerade einmal auf 587 Punkte und liegt somit noch deutlich unter den heutigen Standards eines Office-PCs. Ein High-End-Gaming-PC schlägt dieses Ultrabook um das 20-fache. Das war's soweit von Computertipps. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Für all diejenigen, die das Notebook bereits besitzen, gilt, schreibt doch mal eure Erfahrungen mit dem Notebook in die Kommentare und all diejenigen, die das noch nicht besitzen, schreibt doch mal euren Eindruck von diesem Notebook in die Kommentare. Würdet ihr euch das Notebook kaufen? Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, gilt wie immer, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Ich hoffe, wir sehen uns auch das nächste Mal wieder. Bis dahin, tschüss!